Der Wind setzt meinem Hals zu, daher habe ich heute so ein Halstuch an. Es ist angenehm warm, aber der Wind, der fühlt sich kalt an. Was steht heute auf dem Programm? Was werdet ihr heute vom Video erwarten können? Heute Morgen hatte Christian, Ursi und Matti bereits einen Teamtermin im administrativen Check. Das waren die letzten Checks. Da wurden noch Fotos gemacht. Und jetzt ist wirklich Ende der offiziellen Termine. Das heißt, heute und morgen noch Private Test. Das ist eine 30 Kilometer lange Piste, die man ohne Zeitwertung zum Testen nutzen kann. Wir sind gespannt, welche Eindrücke wir da zurückbekommen von Christian und auch, ob alles funktioniert am Auto. Sonst werde ich euch sicher noch ein paar Reihen da vom Camp zeigen. Jetzt ist es gefüllt und da werdet ihr sicher das eine oder andere Spannende sehen. Daher bleibt dran, es geht gleich los. Haben alle noch die Gurten eingestellt. Jetzt wird es dann getestet im Private Test. Da gibt es eine Strecke, 30 Kilometer. Da kann man testen, ob alles funktioniert. Heute und morgen ist das möglich. Dreimal. Bei Steve, der bei uns Serviceplatz gebucht hat auf dem LKW, ist der Anlasser defekt. Der muss jetzt immer mit dem Hammer draufschlagen, was natürlich sehr schlecht ist. Und wir haben einen anderen Anlasser dabei, oder Frank hat ihn. Aber der passt nicht. Und jetzt haben wir den Defekten auseinandergenommen und da werden jetzt die Einzelteile wieder zusammengebaut. In welche Kontakte wurden da umgebaut? Wie heißt das Ding, das wir umgebaut haben? Nur gereinigt. Ah, nur gereinigt? Ah, gut. Und wenn es nicht hilft, können wir umbauen? Sehen die gleich aus, oder? Ja, die Magneten kennen sich selbst. Ah, okay, gut. Magnetschalter, ja. Eine Einschätzung, Matze. Reinigen reicht. Yes. Gut. Sollte funktionieren. Sieht wieder gut aus. Jetzt kommt das Ergebnis. Klick, klack. So, wir bekommen Wasser. War mir gar nicht bewusst, dass es diesen Service gibt. Nee, da ist einer von der Orga gekommen und hat gefragt, ob wir Wasser brauchen.
Und wir haben hier am LKW einen großen Tank, den wir jetzt befüllen werden. Servus! Grüezi! Dann müssen wir nicht immer mit einem kleinen Kanister da rumrennen. Jetzt haben wir es verpasst. Der Rudi hat eine schöne Dusche gekriegt. Ich glaube, das ging so schnell. Wir wissen nicht genau, wie viel das reingeht. So 100 oder vielleicht 150 Liter. Rudi, bist du nass? Etwas. Ein bisschen. Kein Wort verstanden. Willkommen zurück! Willkommen! Meine Schuhe sauber! Wie war's? Ja, den ersten Durchgang haben wir uns sauber festgefahren. Okay. Mehrfach. Die App ging gar nicht, die Box ging nicht. Sonst, der zweite Durchgang war dann schon besser. Da haben wir dann wenigstens ein bisschen was zusammengebracht. Dann sind wir ganz weit links gefahren, dass wir aus dem Sand rauskommen. Das bis dann hin und dann haben wir, Vorsicht, und ich bremse. Und in dem Moment kommen die Sand rein, dann haut es mir schon das Lenkrad rüber, komplett. Und dann sind wir so drin gestanden, im tiefsten Sand, im Ausweis. Brutal. Also, bestimmt eine Viertelstunde. Rückwärts, millimeterweise, vorwärts, rückwärts. Dann haben wir irgendwann zurückgefahren, hätten wir es nochmal mit Schwung probiert, wieder festgefahren. Gerade noch rausgekommen und dann sind wir ganz am weiten Bogen gefahren und ziemlich weit links, wo es ein wenig steinig war. Also, wie gesagt, für einen Private-Test heftig. Wird als erstes der Luftfilter gereinigt. War viel drin, Rudi? Ja, war viel drin, aber ich glaube, das war schon was Altes. Ah. Also das, was ich jetzt da gefunden habe, das war alt. Aber da werden wir sehen, muss ich aber erst ausklopfen. Rausschrauben. Ah. Schauen wir mal, was Matze macht. Was kontrollierst du jetzt? Die hintere Differentialsperre funktioniert nicht richtig. Ah. Gehen wir mal auf, schauen wir mal warum. Machen wir mal einen Zylinder raus, Kolben, schauen was da los ist. Also das klingt nach Arbeit, ne? Ja, ein bisschen. Also das hintere Differential funktioniert nicht richtig und jetzt wird das da von Matze auseinandergebaut und geschaut, dass man das wieder reparieren kann. Bin gespannt, was da zeitlich in Anspruch oder was das zeitlich in Anspruch nimmt, so eine Reparatur. Ich als Laie kann das kaum
einschätzen bei einem LKW. Wir haben hier noch eine Kamera montiert, eine Insta360, die mit dem Intercom verbunden ist, hier oben. Mal schauen, ob das geklappt hat. Wenn ja, können wir euch ein bisschen zeigen von der Fahrt. Nachher bei der Etappe ist das nicht erlaubt. Da fehlen uns die Medienrechte. Das ist strengstens verboten und gibt Zeitstrafen. Also wie ihr euch vorstellen könnt, kostet so ein Dakar-Einsatz natürlich auch richtig Geld. Aber dank unserer großen Sponsoren konnten wir einen Teil davon auffangen. Aber es sind eben nicht nur die großen, sondern auch viele, viele kleine Helfer, Technikpartner, Sponsoren, die dazu beitragen, dass wir unseren Traum erfüllen können. Und dafür sagen wir vom ganzen Team wirklich herzlichen Dank an euch alle. Das schneiden wir raus, mit dem Papier. Ich bin schon im Film. Läuft schon. Ja, läuft schon. So, ihr seid zurück, habt was gegessen, habt was getrunken. Die ersten paar Kilometer mit dem Mercedes-Renn-LKW, wie sind eure Erfahrungen? War heftig. Also muss man sagen, für einen Private-Test war es richtig heftig. Wir haben uns in der ersten Runde auch gleich mal sauber festgefahren und haben bestimmt 10 Minuten gebraucht, dass wir aus dem Sand rausgekommen sind. Mit allem, was er kann, mit Differentialsperren, mit Allrad, mit Untersetzung. Und haben stellenweise, glaube ich, alle drei nicht mehr dran gedacht, dass wir aus dem Loch jemals wieder rauskommen. War neu für uns alle, speziell für mich halt, jetzt mit dem LKW im Sand zu fahren. Braucht mehr Schwung anscheinend, braucht weniger Luft in den Reifen und braucht vielleicht ein bisschen mehr Mut. Ursi, für dich die Navigation? Also Navigation selber ging ganz gut. Das Einzige, was jetzt war, was neu war für uns, das wussten wir auch nicht, ist der Navi-Test, weil das Trippi nämlich das nicht mehr angezeigt hat, sondern nur auf Navi-Test gezeigt, also das Rot dort gestanden und man muss nach dem Papier fahren. Okay. Ja, es war ein bisschen tricky, sage ich jetzt mal. Aber es, beim zweiten Mal haben wir es zwar gut gekonnt, weil dann der Matthias mitgeholfen hat, aber wir haben die Punkte nicht erreicht. Matti, für dich in der Mitte, als du zurückgekommen bist, das hat sehr eng ausgesehen. Ja, wie fühlt es sich an? Es geht schon. Du bist ja ziemlich groß, oder? Ja, man gewöhnt sich dran. Bei mir war einfach das Problem mit der Rabbitbox, dass die nicht funktioniert hat. Die hat keinen Strom bekommen. Wir haben jetzt eine andere drin, die geht jetzt wenigstens, aber ich konnte jetzt sehr wenig machen, außer dann mit dem Terra-Trip ein bisschen Kilometer. Entschuldigung, das stimmt nicht, weil in dem Navi-Test ohne deine Ansagen wäre es so nicht gelaufen, weil der Matthias hat dann quasi die Kilometer, also der hat halt immer geschaut, so nach 1,3 Kilometer und Ursula hat dann gewusst, welches Cap wir fahren müssen, also die beiden haben das dann schon im Zusammenspiel richtig gut gemacht. Für morgen, was steht noch auf dem Plan? Nix. Nix. Ausruhen. Endlich mal. Vielen Dank. Gerne. Ich wollte ja heute kurz Nachmittag euch noch ein paar Impressionen vom Camp zeigen. Und als ich losgelaufen bin, habe ich dann festgestellt, sind ja alle im Private-Test, alle Camps sind leer, dann macht das keinen Sinn. Daher gehen wir jetzt, die Sonne kommt langsam runter, ist 5 Uhr und jetzt sollten eigentlich wieder alle oder die meisten zurück sein. So sieht das bei Honda aus. Da ist alles rundherum abgesperrt. Wir möchten da nicht zu viele Zuschauer haben. Ist eher selten, respektieren wir. Aber ja, kommt man halt nicht näher ran. Dasselbe bei KTM. Das war letztes Mal schon so. Wollen ihre Ruhe haben. Aber ich denke mal, bei den Werksteams wird halt noch mehr investiert und noch weniger dem Zufall überlassen. Hier stehen ein paar Bikes draußen, 148, 17, 69 und 59. Vielleicht wisst ihr,
diese Motorräder gehören. Bei South Racing oder bei Can-Am gibt es 4 Autos, die fahren nicht als South Racing, sondern als Can-Am Factory, habe ich mir sagen lassen. Ist aber dieselbe Person dahinter, dieselbe Firma, einfach anders gebrandet, vermutlich für Werbung. Die haben auch alle dasselbe Dekor und die South Racing haben individuelle, sagt er, und dann kommt ein anderes Dekor. Okay, einer hat ein anderes. Das ist auf der gegenüberliegenden Seite, South Racing. Wie erwähnt, mit den individuellen Dekors. Bin selber da für mich ein bisschen am Schauen, welches mir am besten gefallen würde. Da sieht man den Unterschied von zurück und gereinigt zu bin soeben zurück. Hast du unseren Kanal bereits abonniert? Wenn nein, mach das doch bitte, das hilft uns bei der Reichweite und die Reichweite hilft uns bei den Gesprächen mit möglichen Sponsoren. Wenn dir das Video gefallen hat, like es bitte und Fragen wie immer gerne in die Kommentare oder auch sonstige Feedbacks sind immer sehr willkommen. Besten Dank. Wir sind jetzt hier bei den richtig harten Jungs und Mädels, die einen sagen den Kistenfahrer, die anderen Malemoto, so hieß früher und jetzt heißen sie Original, weil Motul da der Sponsor ist. Sind noch nicht viele da. Ich denke, wir kommen später nochmal. Weil, was ich gehört habe, es gibt einen Österreicher, der hier mitfährt und vielleicht können wir mit dem mal kurz schwatzen. Hier hat es einen großen Teil für Medical. Ein großes Zelt. Hoffen wir da, dass die nicht viel los oder nicht viel Arbeit haben. Da hinten, wir fahren später vielleicht noch hin, da hat es ein riesen Zelt Logistik und ein riesen Zelt TV-Plattform. Überall wird immer geputzt, also da laufen viele Leute rum und sammeln den Abfall auf. Dann hier ist das Headquarter, oder so sind zumindest die LKWs angeschrieben, von der Orga. Ich glaube, da von dem Auflieger ist ein Hersteller, sehen nämlich alle gleich aus und haben eine holländische Nummer. Kennzeichen. Da ist Teil der Media-Abteilung oder Verbindung nach außen. Meine Idee war es eigentlich, mit Starlink Internet hier zu versuchen, dass ich da unabhängig bin von dem Empfang. Aber in der Abklärung hat sich dann ergeben, dass das hier nicht funktioniert, weil es die Regierung vermutlich nicht will. Ich habe auch gesehen, es gibt Leute, die haben da eine Starlink Antenne mitgenommen, bin da hingegangen. Sie haben auch gesagt, ja, funktioniert nicht. Weil in gewissen Ländern funktioniert es, obwohl es auf der Map von Starlink steht, dass es nicht funktioniert. Es gibt wie ein Straßensystem hier im Camp. Man kann da nicht überall rein und raus, sondern wenn man raus will, ist das hier der Weg. Wir sind jetzt mittlerweile in Reihe. Weiß es nicht.
spanisches LKW-Team oder zumindest zugelassen in Spanien. Da steht eine ganze Menge. Man spürt jeweils den Unterschied, ob die Rallye begonnen hat oder nicht. Da ist eine ganz eine andere Stimmung. Jetzt habe ich da was gesehen, der hat ein Rad drauf, das ja gar nicht zu ihm passt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Fast Assist macht für ein vermutlich ein Autoteam oder ein Side-by-Side, wo er da Ersatzreifen noch dabei hat. Weil Teilnehmer dürfen anderen Teilnehmern helfen. Ah, da wird gerade am Turbo gearbeitet. Hola! Ist ein Schlafanhänger. Nehmen wir an, da haben die Fahrer oder sonst eher wichtige Personen ihr Schlafzimmer. Nee, die Fahrer haben vermutlich Camper oder so. Hier steht das Auto, das wir in Barcelona gesehen haben. Mittlerweile das Konzept geändert. Ich gehe nicht mehr hin und her, sondern ich gehe auf eine Seite hoch und auf der anderen Seite runter. Gigantisch groß und boah, spannend an jeder Ecke. Hier auch ein Klassik-LKW zum DAF. Selber habe ich den LKW noch nie gesehen, vielleicht kennt jemand von euch den, kann was dazu sagen. Das habe ich noch nie gesehen, mit dem Blaubläser, das Auto entstaubt. Das sind die Camper oder die Lastwagen von Yazid. Es gibt ein Video, wie die von innen aussehen, ist also gewaltig, sehr luxuriös. Gewisse mit Slide-Out, die anderen ohne. Und ich glaube, eine ist noch für Gäste. Dahinter für die Mechaniker.
und Medialeute. So, wir sind mittlerweile bei Toyota Overdrive. Die betreuen 8 Fahrzeuge. Hilux. Gut, wie das Reserverad verstaut ist, Ersatzteile, Antriebswelle, Schaufel, vermutlich Reservekanister, ja, könnte sein, aber der ist nur halb voll. Dieses Stromaggregat steht New Boy drauf. Ich glaube, das ist Standard. Hat fast jedes Team oder sicher die größeren. Und gleich dahinter das Gazoo Racing Team Toyota. Hat sicher ein bisschen an Popularität verloren, seit da Nasser nicht mehr dabei ist, jetzt zu ProDrive gewechselt hat. Aber gewisse Namen, die sind immer noch da. Dafür gibt es wieder neue. Ist eine Box leer. Das ist ein Side-by-Side-Frame, das ich so noch nie gesehen habe. Ziemlich ausgeschlachtet. Das nur für den täglichen Service ist, ich weiß es nicht. Wir sind jetzt am anderen Ende, da wo wir stehen, also Reihe 1 oder 0. Da ist die Einfahrt, da ist keine Ausfahrt, nur Einfahrt. Da wird, wie man gescannt, das Armband, wo man da rein darf, also im Racetruck nicht, aber in den zivilen Auto oder im Serviceauto wird das jeweils gescannt. Also wenn ihr mal da rein wollt, dann setzt euch in den Renn-LKW oder in ein Rennfahrzeug rein, dann klappt das. Den Teil, den ganzen rechten Teil, wie man da reinkommt, zeige ich euch morgen. Morgen ist letzter Tag, wo noch kein Rennen ist. Dann haben wir das Camp nahezu durch. Hier an dieser Wand werden offiziellen Interviews geführt. Stelle ich mich jetzt einfach mal hin. Fühlt sich gut an. Mit diesen Bildern beenden wir das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eigentlich wollten wir mehr von der Malemoto zeigen, aber heute war niemand da, auch am Abend. Wir sind dann nach dem Abendessen nochmals hin. Aber Rudi hat da jemanden kennengelernt, einen Österreicher, und wir versuchen da morgen mal hinzugehen. Dann wurde auch gefragt, ob wir mal eine Teamvorstellung machen können. Unsere Teamvorstellung findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Weberwerke, und zwar am 5. Juli um 20 Uhr wird das online gestellt. Der Link zum YouTube-Kanal findet ihr hier in der Videobeschreibung. Wir haben zusammen mit Weberwerke eine Kooperation, sagen wir mal,
und werden gewisse Inhalte Ihnen zuspielen, und die werden dann exklusiv auf dem YouTube-Kanal von Weberwerke ausgestrahlt. Daher, wenn ihr die täglichen Interviews von den Rallyes sehen wollt oder den Rückblick von Christian, Ursi und Matti, dann schaut jeweils bei Weberwerke rein. Die machen das nicht auf täglicher Basis, sondern glaube alle 3 Tage oder so. Jetzt kann ich euch noch die Details liefern. Aber es lohnt sich sicher, auch diesen Kanal zu abonnieren, um weiteren Content von der Dakar 2024 zu sehen. Jetzt ist für mich noch Schneiden und Uploaden angesagt und dann wieder versuchen, ein bisschen zu schlafen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch morgen dabei. Bis bald.